Multiplayer Patch, der ist ja schon zweieinhalb Wochen draußen. Und mittlerweile hat es ja nicht mehr so viele Spiele, nicht mehr so viele Chats. Ich habe es auch so nachgelesen. Aber es ist jetzt zwei Antworten und so. Man merkt halt schon, jetzt zum Beispiel Livestreaming für jetzt nicht mal nicht so berühmte und mit vielen Zuschauern zu sehen, es geht aber nicht so gut. Deshalb mache ich ab und zu einfach ein Gameplay-Video. Ich spiele eigentlich schon ein bisschen und ich habe nicht so viel Zeit in den Stunden, wo ich live streame. Ich streame ja eigentlich so viele Stunden meistens und jeden Tag. Kann ich jetzt nicht immer aus App auf Livestream. Gerne den Zugang wollt. Und jo. System, Blackpool, Panic Eruption, der da auf Bodeneffekte, muss kurz an der Tür. Sachen gesagt. Gut, ich muss noch einkaufen. Und also der Bild, der wird einfach so einen fetten Damage raushauen und Mana. Mann und so. Ich schaue einfach mal, was es ist. Was also leicht ist. Ja, in letzter Zeit bin ich immer schwer. Das ist einfach das Problem, die Luft ist manchmal ein bisschen zu trocken. Ich bin wahrscheinlich bald wieder am Umziehen. Es geht einfach nicht so gut. Und ja, eigentlich schon meine Pflicht. Sagt einfach, was stört. Oder geht dann. Zahlreich, oder? Ich weiß nicht wie. Vielleicht muss er da schon viel was machen im Hintergrund. Muss ich hier nicht kurz schauen. Blenden, ausblenden. Okay, das kostet aber sehr viel. Ich denke, das ist einfach sehr effizient, oder? Thank you.
Projektile und dann hier Spreading Flames. Weil das habe ich einfach auf dem Zepter. Ich finde diesen Zepter mega overpowered. Flammendampfer würde sogar die Torch of the Pontifex übertrumpfen. Die nehme ich, sobald ich da Escape-Punkte in Spreading Flames schon ein bisschen unten getan habe. 19, genau. Gnade Focus. Ein Skill mit so vielen Mana-Kosten ohne Fokus. Also die Videos werden dann vielleicht irgendwie zwischendurch noch ein bisschen Level. Kann man. Könntet ihr schon unten mal gesehen haben. Und jo. Monolith Empower. Und dort nehme ich natürlich auch sehr viel Zeit. Gut. Aber wir rushen ein bisschen durch. Also es geht eigentlich gut. Und man kann dann einfach irgendwann mal einfach nicht verhelfen, weil irgendwie etwas noch fehlt. Irgendwas. Muss man auch mal jetzt tauchen. Rollenspiel wie Gotik. Da merkt man ganz viel. Ich kann ein paar Sachen halt nicht so machen, wie die Asiaten es wollen. Ich will sie auch momentan nur auf Deutsch machen, oder? Das ist
mittelalterlich in Form. Also die Menschen sind aber noch nicht so weit, weil sie halt in Gruppierungen irgendwo leben. In Angst und Bange immer wieder den Ort wechseln und so. Thank you.
hat jetzt gerade geschrieben, so viel. Mit dem Mikrofon momentan los. Jetzt bin ich angezogen. Gut. So, ich mach mal den Check. Ich hab's immer gerne an, wenn du nicht livestream. So, perfekt. Das stört. Wenn ihr so steht wie ich, keinen Schrapnell habt. Tut es einfach vor dem Gegner platzieren, wenn ihr schon vorne seid. Und so. Wenn ihr Schrapnell skillt, dann wird es nicht so sein, dass die Explosion beim Gegner ist. Das ist auch so. Vulkanikorb macht so viel Damage, wenn einfach alles klappt. Aber wieso machen sie nicht einfach eine Frostnova aus Diablo 2?
Es ist genau die gleiche Animation, aber es ist viel langsamer, viel weniger effizient. Dafür einfach der Schaden viel höher. Es gibt so manche Sachen, die sind in Last Epoch noch nicht so gut eingestellt. Da müsst ihr ein bisschen hart sein. Ein bisschen aushalten, oder? Ja, dass man auch alle Monolithen durchspielen muss, also nur also die letzten drei. Nicht. Ich gehe davor schon die ersten Monolithen fahren. Und ja, es geht ab bis 1200. Maximum 1400 vielleicht. Ja, das ist eine Ewigkeit. Spielern, die genug Zeit haben, die keine Hoffnung haben, die zu spielen. Ich bin halt ein Regenzeiger. Einfach sagen, gell? Nein, das war das. Ich finde, Last Epoch ist auch nicht so ein Spiel für die Zeit. Die meisten Sachen sind gar nicht so lange, wie sie da nicht. Das ist ein Schaden. Wahrscheinlich auch nicht so die Hackenslayer. Also ich fand zum Beispiel die Fortnite-Gästin im Livestream. Ja, das Killen von den Skills, also von den Fähigkeiten, ist das Killen einfach zu machen. Das mit dem Mana Overflow, das finde ich nicht gut. Ja, die Kosten sind halt schon extrem wichtig. Mal einsetzen. Das wäre eigentlich effizienter, wenn ich jetzt einfach das nicht mache. Aber ich will sie ja skillen, so wie der Bild sagt. Oder? Wir bekommen als Sorcerer viel mehr. Die Bewegungsgeschwindigkeit. Spraying Flame ist einfach das Ende. Und das Feuer, das auf dem Gegner ist und so ein bisschen daneben, das ist Burning Damage. Und dann gibt es auch so kleine Flammen, die auf dem Kopf sind. Das ist das andere. Flame Burst ist es. Und das habe ich halt. I
die einzige zwei andere von der Hochschule. Und war minderwertig von den Schäden. Schlechtesten Schäden an 16. Sie sehen das jetzt auch sehr stark. Ich denke, von den Units ist diese Keule ab Level 20 die stärkste Waffe. Stärkste Waffe? Keine Ahnung, so viel Schaden. Eichhörnchen nicht, das ist einfach der Bild, der ich im Livestream mache, wenn ich mal dazu komme. Kann ich noch. Die Zeit ist mir ja immer ein Wunder. Ich habe so viel vor. Ich habe jetzt zwei Tage an meinem Minecraft-Server eingestellt. Jetzt waren das glaube ich gerade weg gewesen, so lange. Jetzt sind sie gemacht gewesen. Ich bin da viel Spaß, schaffe ich mir das erste Mal ab. Schon cool. So you seem a little disappointed. Ich spiele ja schon auf diesem dunkler. Nein, nicht mehr auf dunkler, klar. Da kann ich den wirklich nicht mehr feiern oder nicht mehr so gut immer sehen. Ich habe halt hier HDR oder damit. Er ist noch eyes. And focus on the potential you wish to wield. Es gibt auch noch ein Meteor-Ausbruchbild, dafür brauchen wir ein bestimmtes Unique. Werde ich vielleicht dann auch noch was anderes probieren. Jo. Gut, also. Sind nichts Falsches machen. 8, 8, 8. Okay. Ich sehe zu viele Unendlichkeitszahlen. Ja, die 30 ist 8. Ich brauche halt mal. Was ist das? So, okay. Okay. Ja, es ist alles ein bisschen überblendet. Ich spiele nicht so gerne wegen der Grafik. Okay, Mana Recken ist sehr wichtig, das nehme ich mal 8 Stück jetzt. Der Schaden ist gut genug. Ja, und dann sehen wir im nächsten Gameplay-Part dann, wie ich so. Jo, also so. I cannot do that. Und, ja,
sagt, was euch gefallen hat, sagt, was nicht so gut war und redet ein bisschen, tut mir einen Kommentar schreiben, bitte. Yes? Nehmt euch die Zeit. Stay safe. Und wenn ihr Fragen habt, okay. I see. Ich bin halt eher so ein Gameplay-Mensch, der nicht unbedingt immer alles mega erklärt. Ich habe es einfach immer wieder gesehen, die Leute stellen ab, wenn ich zu viel erkläre. Ich bin halt schon gerne jemand, der wirklich viel beibringt. Aber in Spielen, da möchte man meistens auch ein bisschen Gameplay zeigen und nicht immer alles erklären. Weil ich will es auch nicht. Ich kenne die Spiele meistens schon von Anfang an ziemlich gut, weil ich auch erfahren bin mit 33 Jahren Spieleerfahrung und so. Ich mache eigene Spiele auch und ich weiß es halt. Also ich kann wie irgendwie auch nicht Lehrer sein, wenn ich halt alles schon weiß und so komplex erklären müsste, damit ihr es vielleicht auch versteht, oder? So Gameplay, Let's Plays und so sind nicht unbedingt Tutorials. Ja, ein bisschen erklären, was ich gerade mache, was ich irgendwie genau denke. Aber wenn ihr Fragen habt zum Spiel, macht das im Ingame-Chat oder im Forum. Nicht unbedingt in den Videos. Nur so als Team. Aber ihr dürft immer Fragen stellen. Ich erkläre es euch gerne so in den Kommentaren. Und wenn ihr wirklich wollt, dann mache ich es noch im Video oder im Livestream. Gut, dann nehme ich noch gleich einen Wrench auf. Transportfieber, ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme nicht so rein. Es dauert auch zu lange, um immer wieder die Map zu sein und so. Muss ich schauen, zeitlich. Und genau, mein Kunst. Muss ich noch aufnehmen. Und dann muss ich dringend raus und mich bewegen. Jo, gut, schönen Tag. Tschüss, bis.